Ich frage mich, was das soll. Hass und Leid. Im Krieg, ja klar. Aber warum? Öl, Grenzen, Prestige? Wen juckt's? Geht es darum, nicht um den Hass selbst? Ich weiß es nicht. Aber was weiß ich schon? Ein Junge von dieser Welt. Wer bin ich, das zu beurteilen? Wer lebt? Wer stirbt? Doch wer bin ich, dass mir das egal sein soll? Reden von Liebe und handeln aus Habgier. Das ist es. So wahr. Wie konnte es nur so weit kommen? Falsch. Warum fing es schon so an? Ach, Natur. Gleichgewicht aus Leben und Tod, Pro und Contra, Liebe und Hass, das ist wahre Schönheit. Doch was wäre eigentlich, wenn es das Contra, den Hass und den Tod, das Negative gar nicht gäbe? Nur durch dessen Existenz ist das Positive nicht das Gleichgewicht höchstpersönlich. Eine Utopie wäre keine Utopie mehr. Eine Utopie wäre schlicht und ergreifend Realität. Eine Utopie gäbe es doch dann gar nicht mehr, oder? Oder kann es einfach sein, dass wir komplett dystopisch leben und nur deswegen utopische Ideen haben? Nein, das ist unlogisch. Wir haben doch dystopische Ideen in unserer Realität. Doch wie weit sind die eigentlich weg? Ach, egal. Nein, das ist es überhaupt nicht. Aber wer soll denn irgendetwas ändern? Ich bin einfach nur ich. Klein in ihrem Kosmos und alles in meinem. Und wo ist eigentlich Toni? 20 Minuten zu spät, macht ja auch nichts. Hab eh keine Lust. Und bei ihm? Da mache ich mir eher Sorgen, wenn er pünktlich ist. Aber naja, mal wieder rauskommen, Leute, Freunde. Und diese Eitelkeit. Warum brauche ich das eigentlich? Warum braucht das überhaupt irgendwer? Weil wir Rudeltiere sind. Das sagen sie immer so leicht. Aber Löwen gehen auch nicht feiern. Wenn ich diese Abende zum Glück brauche, ist der Rest dann schlecht? Scheiß schwarz-weißes Denken, ich hasse es. Aber wie soll ich denn sonst bewerten? Warum überhaupt bewerten? So dystopisch. Nein! Surreal. So 21 Minuten. Was für eine Scheiße. Ist doch immer dasselbe, toller Freund. Kein Verlass. Soll er doch machen, was er will. Wenn er zu spät kommt, ist das allein seine Entscheidung. Er ist er und ich bin ich. Was nehme ich mir raus, jemand vorschreiben zu wollen, wie pünktlich er zu sein hat? Ich meine, ich muss ihn ja nicht mögen. Aber müsste ich ihn deswegen nicht mögen? Sollte ich mir vorschreiben, alle Personen, die nicht meinen Idealen entsprechen, zu verachten? Ist das der Weg ins Glück? Ich glaube, das funktioniert nicht. Denn letztlich lieben doch alle wen anders und keiner liebt sich selbst. Und die, die es tun, die lieben keine anderen mehr. Oh fuck, ich habe noch gar nichts gegessen. Hatte ja bisher auch noch keinen Hunger, aber muss ja, sonst artet's wieder aus. Na und? Warum nicht? Heutzutage ist doch sowieso allen alles egal. Doch Wert legen auf Meinung anderer. Da sind sie wieder ganz groß drin. Ironisch. Aber ich bin doch nicht anders. Alle verschieden und doch alle gleich. Ich hasse das. Und ich hasse es zu hassen. Widersprüchlich, aber real. Menschlich. Ich sollte mir eine Pizza machen. Verdammt, hab keine gekauft, oder? Nee, ganz sicher, da ist keine. Bestellen? Zu teuer. Geld lasse ich heute eh genug. Vielleicht für Toni ja auch noch was. Aber ich habe doch eigentlich immer noch gar keinen Hunger. Oder doch? Ach, keine Ahnung. Wenn er was isst, dann esse ich auch was. So zuvorkommt. Aus Höflichkeit auch was essen. Tue ich ihm damit eigentlich einen Gefallen? Was ist so schlimm am alleine essen? Mir gefällt's eigentlich sogar. Konvention. Ich sollte ihn einfach anrufen und fragen. Obwohl, warum hat er mich nicht einfach gefragt? Idiot. Aber bin ich der Idiot? Fragt er mich nicht, weil ich ihn nicht frage? Oder fragt er mich einfach nicht, weil doch er der Idiot ist? Eigentlich müsste ich ihn ja eh mal anrufen. Mal fragen, wo er steckt. Andersrum wär's doch richtig. Er müsste mich anrufen, wenn er zu spät kommt. Außer, angenommen, ich ginge davon aus, dass er anriefe, wenn er zu spät käme, was er tut. Müsste ihm dann etwas zugestoßen sein, sobald er es nicht tut? Vielleicht ist es ihm auch einfach egal, was ich denke. Er weiß es einfach nicht besser. Wie ich, gefangen in seinem eigenen kleinen Kosmos. Sowas Verworrenes. Es ist doch bemitleidenswert. Einfach alles. Bemitleide ich mich, ich die, die sich oder die mich? Wahrscheinlich trifft alles zu. Für das, was wir sind und was wir vorgeben zu sein. Ich müsste mich endlich mal damit in Ruhe lassen. Ständig dieses Abdriften. Gesund ist das sicher nicht. Aber eine Alternative gibt's ja auch wieder nicht. Oder?
Jetzt ist es fast schon eine halbe Stunde. Mittlerweile ist mir das auch egal. Es ist doch nur Zeit. Die richtet uns alle gleich. Das ist was Gutes. Es gibt letztlich nichts Vergleichbares. Nichts hat so viel Macht, fast schon grausam. Und selbst wenn, sie gibt uns das, wonach wir alle lechzen. Konstanz. Ohne geht's nicht. Aber es reicht nicht. Wir sind niemals zufrieden. Kann mich hier nicht mal irgendwer abholen? Ich bin es leid und alle anderen sind es auch. Wenn's eins nicht mehr hat, dann irgendeinen Zweck. Sie versuchen zu helfen, aber helfen kann niemand. Niemals. Ich könnte weinen.